Nach erneut miserablen Konjunkturdaten ist der Peking ein bisschen in Panik und senkt die Zinsen so stark wie 2020 nicht mehr, also seit dem Corona-Lockdown nicht mehr, weil die Wirtschaft nicht in Gang kommt. Auch das wahrscheinlich eine Folge der Xi Jinping'schen Wende hin zum Staatssozialismus. Das macht sich irgendwann bemerkbar. Und natürlich eine sehr ungünstige demografische Situation. Ein Land mit einer intakten Immobilienblase, mit immer weiter gestiegenen Preisen, das stark schrumpft, das sich wahrscheinlich bis 2100 dritteln wird, ist natürlich in einer ungünstigen Position. Wer soll diese ganzen Immobilien denn bewohnen dann? Und so sehen wir, weil eben der Konsum sehr stark an den Immobilienmarkt gekoppelt ist. Das ist der Wertspeicher für die Chinesen schlechthin. Die Immobilienpreise spielen eine Rolle für die Kreditzurückzahlung, dementsprechend wie viele Möglichkeiten die Menschen wirklich haben zu konsumieren. Und dadurch, dass die Immobilienpreise unter Druck sind, vor allem die Baufirmen jetzt massiv unter Druck sind, wird die Lage immer schwieriger. Viele bekommen vielleicht ihre Wohnung nicht, nachdem man ja in China meistens fast den gesamten Kaufpreis im Vorhinein zahlt und dann später seine Wohnung bekommt. Und jetzt sind so viele dieser Immobilienunternehmen in massiven Schwierigkeiten, dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an. China überrascht mit stärkster Zinssenkung seit 2020. Man hat den Satz für einjährige Darlehen um 15 Basispunkte auf 2,5 gesenkt. Das ist das zweite Mal seit Juni. Eigentlich hatte das kaum jemand erwartet jetzt bei dieser Sitzung. Kürzer laufende Darlehen wurden um 10 Basispunkte, wurde da der Zins herabgesetzt. Und mit der letzte Auslöser war wohl, was hier an Zahlen gemeldet wurde, Einzelhandelsumsätze 2,5% plus. Gegenüber 5,3% plus erwartet. Wir dürfen nicht vergessen, vor einem Jahr war China noch in großen Teilen im Lockdown. Wenn man also da 2,5% mehr Umsatz hat, zu einer Zeit, wo Teile, wichtige Teile des Landes wie Shanghai mehr oder weniger im Lockdown war, da ist das natürlich doch sehr, sehr schwach. Industrial Outputs 3,7 statt 4,6 erwartet. Fixed Asset Investment, also Bauinvestitionen, 3,4% gegenüber 3,9%, also alle Kategorien, die hier schwächer ausgefallen sind als erwartet. Was ist dann in China passiert? Die Aktienmärkte unterschiedlich. Der Shanghai Composite zum minimalen Plus, Hang Seng im Minus, also nicht unbedingt eine Freudenarie, die wir hier sehen. Wir sehen, dass die Bondrenditen weiter fallen nach der Zinssenkung. Und wir sehen, was interessant ist, beim Fixing der Notenbank, der PBOC, der People's Bank of China. Wir haben ja einen Onshore-Yuan und einen Offshore-Yuan. Einen Onshore-Yuan, das heißt, der wird im Reich der Mitte gehandelt, ist sehr, sehr stark der Knute der Notenbank unterworfen. Und dann gibt es einen Offshore-Markt außerhalb Festlands Chinas oder des etablierten Festlands Chinas in Hongkong. Dort sehen wir einen etwas freieren Handel und wir sehen, dass das Fixing, also praktisch die Vorgabe, die Wechselkursvorgabe der Notenbank, dass jetzt der Offshore-Markt, also der weniger kontrollierte, immer stärker abweicht von diesem Fixing der Notenbank, und zwar in Richtung Abwertung des Yuan. Und wir sehen hier diese Abwertung, die alleine jetzt im August stattgefunden hat. Wir sind jetzt so bei 37 Dollar Yuan, also ein Dollar sind 7 Yuan 30. Und China hatte ja extra den Notenbankchef ausgetauscht jetzt kürzlich, weil man sich von dem neuen Jüngeren erhofft hatte, dass er diese Abwertung des Yuan stoppen kann, weil diese Abwertung des Yuan natürlich auch ein Gesichtsverlust ist für die Machthaber in Peking. Viele Chinesen versuchen dann ihr Geld rauszutransferieren, wenn sie das Gefühl haben, oder durch irgendwelche Vehikel irgendwie rauszuschaffen, wenn sie das Gefühl haben, der Yuan wertet weiter ab. Das will man verhindern, aber es ist schwer zu verhindern, weil die Abwärtsdynamik gerade im Immobilienmarkt extrem stark ist. Country Garden hat ja gestern bekannt gegeben, Laufzeiten bei Anleihen zu verlängern. Das fand man ganz toll an den Märkten, vor allem an den westlichen Märkten. Jetzt sehen wir, dass der Immobilienentwickler SinoOcean 15% jetzt auf ein neues Rekordtief gefallen ist, nachdem man praktisch Anleihen nicht bedienen konnte, respektive die Zinsen dafür nicht bezahlen konnte und einen viel größeren Verlust hat als gedacht. Wir sehen auch China Wanke, wir sehen Long Four, hier zum Beispiel die Dollarbonds auf der rechten Seite. Also wie viel ist eine Anleihe auf den einen Dollar noch wert? Und wir sehen, da hat sich praktisch der Wert einer solchen Anleihe halbiert. Das heißt, man spekuliert hier schon, dass das ganz, ganz schwierig wird, dass diese Unternehmen wirklich überleben.
Gleichzeitig ist dieser Immobilienmarkt natürlich sehr zentral, aber die Jugend vor allem. Wir haben ja eine schrumpfende Bevölkerung und dennoch haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit von über 20%, 21,5%. Also da stimmt doch etwas nicht, wenn China es einigermaßen wirtschaftlich gut geht. Warum kriegen die dann ihre immer weniger Kinder nicht wirklich in den Job? Jetzt hat man kurzerhand mal beschlossen, die Meldung der Jugendarbeitslosigkeit einzustellen, weil man gesagt hat, wir wollen jetzt mal die Methodik verbessern. Wahrscheinlich, wenn dann die Zahl wieder veröffentlicht wird, hat man die Methodik so verbessert, vermutet hier Zero Hedge, dass die Jugendarbeitslosigkeit dann nicht mehr bei 21 ein paar zerquetschte Prozent liegt, sondern bei 0,0%. Das wäre durchaus typisch. Also man versucht offenkundig hier die Probleme zu kaschieren. Das ist jetzt nicht gerade transparent, nicht gerade glaubwürdig. Eben nochmal zurück zu den Immobilienproblemen. In China Real Estate Investment minus 8,5%. Im Juli waren wir 7,9% gefallen. Hier sehen wir, es geht konstant bergab mit Investments in Immobilien. Das ist natürlich der Sektor, der so entscheidend ist für China und für das Wohlergehen Chinas. In der Summe sehen wir hier mal einen Vergleich zwischen den Economic Surprise Indizes zwischen den USA und China, also praktisch den positiven oder negativen Abweichungen in Sachen Konjunkturdaten, Wirtschaftsdaten, die da reinkommen. In USA sehr, sehr positiv, in China Booms, Knall nach unten, dann dieser kleine Peak nach oben durch bessere Einkaufsmanager-Indizes, aber diese Daten von heute Nacht, von heute Morgen, die sind noch nicht eingearbeitet, das dürfte also wieder einen Schlag nach unten nehmen. Es zeigt, wie groß der Unterschied derzeit ist. China überlegt jetzt zum Beispiel, um die schwachen Aktienmärkte anzuschieben, die sogenannte Stempelsteuer zu reduzieren, also praktisch Gebühren beim Handel zu reduzieren. Hier nochmal der Vergleich, etwa auch dann am Anleihenmarkt, der vielleicht hier auch sprechend ist, den Jim Bianco macht. Oben sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe, unten die der chinesischen 10-jährigen Anleihe. Die geht, was die Rendite betrifft, weiter runter tendenziell. Der amerikanische geht weiter rauf. Aber auch das schafft Probleme. Wir waren heute schon über 4,21% für die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Das ist perspektivisch für die Aktienmärkte Gegenwind, denn wie wir hier unten sehen, die 10-jährige Realrendite ist positiv mit 1,7%. Das heißt, wenn ich Anleihen kaufe, dann bin ich auch bei der Rendite nach Inflation wunderbar im Plus. Und wir sehen hier jedes Mal, wenn wir wie derzeit einen Breakout der Renditen sehen, dann ist früher oder später eine Rezession gekommen in die USA. Hier sehen wir nochmal zweijährige US-Staatsanleihe, gestern wieder gestiegen, vier Tage in Folge gestiegen. Wir sehen gestern, obwohl die Märkte ja sehr positiv waren, die Aktienmärkte an der Wall Street aus ihrem überverkauften Zustand raus, sehen wir, dass die Zinserwartungen, rechte Grafik hier, gestiegen sind, also dass die Fed weiter die Zinsen anhebt. Wir sehen oben, wer eine sechsmonatige T-Bill kauft, also eine US-Staatsanleihe mit 6 Monate Laufzeit, der kriegt jetzt fast 1% mehr dafür, als die Earnings Yield des S&P 500 beträgt. Also die Risikoprämie, die man für Aktien normalerweise verlangt, höhere Chancen, aber auch höheres Risiko, die sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, muss man sagen. Ich glaube, das hatten wir zuletzt Anfang der 2000er Jahre, unmittelbar vor der Dotcom-Blase, und steigende Zinsen, höhere Zinsen, teureres Geld, das hat Konsequenzen. Wir sehen, dass die Bankrotte jetzt deutlich zunehmen. 64 größere Bankrotte im Juli 2023. Das ist der größte Anstieg seit März und der Monat mit den höchsten Bankrottzahlen seit 2021, also seit die Corona. Und wir haben jetzt schon in diesen 7 Monaten des Jahres 2023 mehr Insolvenzen größerer Unternehmen als im gesamten Jahr 2022. Companies are feeling the pain of higher rates. Ja, Stück für Stück fühlt man die höheren Zinsen, aber es dauert eben, bis sich das ins System frisst. Heute wichtig, 14:30 US-Einzelhandelsumsätze.
Hier erwartet die Bank of America, die oft sehr, sehr zuverlässig ist in diesen Prognosen, weil man selber eben Kreditkarten draußen hat und sieht, wie ist der Konsum, dass die Zahlen besser werden, 0,6 statt 0,4% erwartet. Das wird wichtig heute auch in Sachen Renditen für Staatsanleihen. Sollte die Zahl besser sein, dürften die Renditen weiter steigen, weil das bedeutet, die Nachfrage ist noch so stark, da muss die Fed dagegen arbeiten. Derzeit ja für die Märkte tendenziell besser als erwartete Daten, eher schlecht. Wir haben dann noch den New York Empire State Index auch um 14.30 Uhr und wenn wir zu den Märkten gestern kommen, Rebound aus überverkauften Märkten, hier habe ich das unten nochmal gezeigt, Bullish Percentage Index ganz, ganz unten, da sehen wir dann schlichtweg einen solchen Schnapper, wir sehen, dass Nvidia wieder mit 7% gestiegen ist, über den 50-Tages-Durchschnitt der Russell 2000 an seinem 50-Tages-Durchschnitt Unterstützung gefunden hat, der Nasdaq über den 50-Tages-Durchschnitt gestiegen ist, aber auch der Dollar über seinen 200-Tages-Durchschnitt und Gold unter den 200-Tages-Durchschnitt gefallen, hier sehen wir mal Nvidia. Ja, dieser 7% Anstieg vorwiegend durch Zero DTE Call Buyers, die da richtig reingestiefelt sind, also Optionen, die immer wichtiger werden. Über 50% des Handelsvolumens im S&P 500 ist durch Optionen getriggert, also das ist im Grunde jetzt der größte Faktor. Zero DTE heißt, dass diese Optionen noch am selben Tag verfallen. Wir sehen also, dass das hier der Hauptgrund war und wir folgen ziemlich genau dem Muster des Krypto-Booms, den wir gesehen haben, als die Notenbanken in der Corona-Krise die Zinsen auf Null gesenkt hatten und dann praktisch Liquidität ins System geschüttet haben. Und hier sehen wir mal, fast der gesamte Optionsflow sind jetzt Zero-DTE-Optionen, also Optionen, die hier am selben Tag verfallen. Also das ist schon massiv und wir haben jetzt gesehen, dass bis auf gestern eben dieses Call-Buying, diese Call-Zero-DTE-Optionen deutlich weniger genutzt wurden als in Zeiten, als der Bullenmarkt noch völlig intakt zu sein schien. Hier sehen wir das oben im S&P 500 etwa, dass wir durch diesen Anstieg jetzt im S&P 500 kurzfristig fast schon wieder überkauft sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir erstmal so ein bisschen choppy sind, aber möglicherweise dann die Erholung fortsetzen werden, wie wir gleich sehen. Hier sehen wir mal gleitende Durchschnitte. Nach wie vor sind wir in diesem Verkaufssignal, dass der 12er, den 22er gleitenden Durchschnitt praktisch von oben nach unten kommend gekreuzt hat. Also ein schlechtes Signal normalerweise, aber wir waren überverkauft. Hier sehen wir mal RSI positive Divergenzen. Wir sind jetzt an diese Trendlinie wieder zurück aus dieser fallenden bullischen Wedge. Da können wir durchaus noch höher können, dieses Gap, was wir damals gemacht hatten, als Fitch das Rating abgestuft hat. Das sehe ich so als Maximalziel dieser Erholung. Also durchaus drin, dass diese Erholung weitergeht. Aber entscheidend wird der Dollar, denn der Dollar ist ausgebrochen aus seiner Abwärtstrend-Dynamik mit positiven Divergenzen. Es ist also davon auszugehen, dass der Dollar zulegen wird nochmal in nächster Zeit. Wie wird sich das für die Aktienmärkte auswirken? Michael Burry ist ziemlich dick short. Jetzt sagen manche, ja, das ist 93% seines gesamten Portfolios, 1,6 Milliarden Dollar. Da shortet er eben den Nasdaq und den S&P 500. Denn niemand ist unfehlbar, sagt mein Kollege Hannes Tiffel. Aber wenn jemand seine Hausaufgaben macht, dann Michael Burry, der mehrere tausend Prozent vorzuweisen hat an Performance. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Jetzt kommen wir mal zu Germania nochmal. Hier sehen wir so ein bisschen sinnbildlich für Deutschland. Frau Baerbock musste ihre Reise jetzt abbrechen. Neuseeland, Australien, Fidschi oder irgendwie so, da wollte sie auch hin. Alles natürlich zur Bekämpfung des Klimawandels. Da fliegt man dann gerne mal ein bisschen Kerosin in die Welt spritzen, damit man dann den Klimawandel aufhalten kann. Gell, Frau Baerbock? Aber jetzt ist die Technik halt ein Problem. Das zweite Mal, dass hier Technikprobleme sind. Jetzt hat man die Reise abgebrochen. Darüber berichten auch englischsprachige Medien oder angelsächsische Medien. Man macht sich ein bisschen lustig, wundert sich, was ist denn mit den Deutschen da los? Das ist vielleicht symptomatisch für das, was hier passiert, nämlich diese absolute Fokussierung auf Klima. Ein bisschen die Wirtschaft gegen die Wand fahren, gell? Egal, Hauptsache, wir machen auf Klima. Hier sehen wir mal das Todesrisiko.
von Klimakatastrophen zwischen 1920 und 2019 ist immer geringer geworden, nicht größer geworden. Man hat ja in den Medien den Eindruck, wir werden morgen alle tot sein. Und man bezieht sich da auf Extremwetterereignisse oder auf Waldbrände. Ich hatte diese Grafik schon mal rechts gezeigt. Das sind NASA-Daten, die zeigen, dass die Waldbrände, die Wildfire, deutlich zurückgegangen sind seit 2000, aber die mediale Berichterstattung immer weiter nach oben geht. Es ist so ein Mismatch, was gerade in Deutschland eben vorhanden ist. Und für mich steht da so ein bisschen paradigmatisch jemand wie Marcel Fracerino, der total woke ist, ne? In der Praxis eher nicht, wie ich weiß, sondern mehr so in der Theorie. Und da sind solche Experten, die immer wieder auftreten, die praktisch am lautesten sind, aber die größten Flaschen sind, so wie Marcel Fratscher, die werden am meisten gehört. Und wenn man sich dann die Prognosequalität mal anschaut, wie wenn es Ebert hier zeigt, dann ist die miserabel. Das ist sozusagen, die sind nicht besser fast als die totalen Laien, nur in ganz speziellen Themenfeldern. Und dann sehen wir eben, dass solche Figuren, die so im Mainstream-Zeitgeist liegen, wie Marcel Fratscher, dann vor die Kamera treten und zum Beispiel sagen, Inflation ist doch kein Problem, alles Panikmache, kurz bevor die Inflation nach oben schoss. Oder jetzt der deutschen Wirtschaft geht es doch gar nicht so schlecht, es sei doch alles wieder Miesmacherei. Das ist so typisch für das, was hier passiert. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. China überrascht mit stärkster Zinssenkung seit 2020. Umfassende, super Informationen in diesem Artikel. Erste Empfehlung, heute habe ich nur zwei. Und das ist die zweite. Michael Barry short mit 93% seines Portfolios. Fragezeichen. Was ist da eigentlich wirklich genau der Fall? Das ist die zweite Empfehlung für Sie heute. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. 14:30 die Einzelhandelsumsätze. Wichtig, da mal reinschauen bei Finanzmarktwelt. Und natürlich generell reinschauen bei Finanzmarktwelt.de. Ich sage Servus, ciao.